denken, Tayammum machen. Er schlägt über das Gesicht und über die Hände. Ja? Zweite Sache, Kälte. Er hat Angst, dass er durch die Kälte, dass die Krankheit verschlimmert wird oder dass er sogar stirbt oder dass die Heilung aufgehalten wird. Weil es unheimlich kalt ist und das Wasser besonders kalt ist. Hier sagen übrigens die Gelehrten, wenn man die Möglichkeit hat, das Wasser zu erhitzen, ist es nicht erlaubt, Tayammum zu machen. Weil es gibt viele Leute, die das sehr leicht nehmen. Ja, und ich habe das selber schon erlebt in Marokko. Die haben beispielsweise, da gibt es einige Brüder, natürlich nicht alle, habe ich gesehen, die schlafen mit ihrer Frau in der Nacht. Und morgens machen die Tayammum, weil es zu kalt ist. Das sind vielleicht 5 Grad oder so, ja. Und der hat einen Wasserkocher da, der kann das Wasser heiß machen. Ja, das kann man nicht machen. Das ist übertrieben. So, das heißt bei Kälte. Der Beweis dafür ist der Hadith von Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ist Junub geworden. Und er hat gesagt, er hat dann Tayammum gemacht und hat vorgebetet vor den Menschen. Das zeigt erstmal, dass derjenige, der Tayammum hat, auch vor den Leuten beten kann, die Wudu gemacht haben. Warum hat er Tayammum gemacht? Weil er hat gesagt, wenn ich Ghusl gemacht hätte, der Prophet hat ihn gefragt, hast du mit den Menschen gebetet und du warst Junub? Du warst im Zustand der großen rituellen Unreinheit? Und dann sagte er, hat er den Vers erwähnt vom Koran, dass man sich nicht selber zugrunde richten soll. Hat der Prophet gelacht und er hat ihm nicht gesagt, er soll das Gebet wiederholen. Was heißt das? Das heißt, dass das Gebet gültig ist. Weil ansonsten hätte der Prophet gesagt, du musst das Gebet wiederholen. Der Hadith von Amr ibn al-As. Ja? Hier ist jetzt Folgendes. Erstens, wir lernen hier raus, dass bei Kälte, bei der Angst dadurch Schaden zu erhalten, wenn man zum Beispiel Russel macht, bei Wudu ist die Sache ja sowieso nicht gegeben, dass man Angst hat, man wird krank dadurch, dass man dann Tayammum machen kann. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass derjenige, der Tayammum hat, vor Leuten beten kann, die Wudu, normale rituelle Reinwaschung gemacht haben, durchgeführt haben. Ja. So. Und die dritte, was wir erwähnen müssen, ist, das ist ein Hadith, Sunnah Ikrari. Denn wir haben einmal Sunnah Qawli, Sunnah Fi'li oder Amali und Sunnah Ikrari. Einmal vom Wort her, wenn der Prophet sagt, du musst das so und so machen. Einmal von der Tat her, ich habe den Propheten gesehen, wie er dieses oder jenes gemacht hat. Und einmal Ikrari, dass er einer Sache zugestimmt hat. Und hier in dieser Sache hat er zugestimmt. Dann, der nächste Punkt ist, bei Wunde oder Verband. Bei Wunde oder Verband. Hier. Bei Wunde oder Verband, was machen wir da? Er hat jetzt eine Wunde, an diese Wunde darf kein Wasser kommen. Oder der hat einen Gips und der ist Junub. So. Der kann ja jetzt schlecht mit dem Gips, da kommt ja kein Wasser dran. Und er kann den Gips auch nicht abnehmen oder den Verband nicht abnehmen. Der hat eine Wunde, ein Gips. Guck mal, und daran sieht man noch etwas, wie die Fuqaha wirklich nichts ausgelassen haben. Die haben über das kleinste Detail, über die kleinste Möglichkeit gesprochen, die irgendwie vorkommen könnte. Guck mal, uns ist noch nie vorgekommen, dass wir Tayammum machen mussten. Die haben sogar schon darüber geredet, was ist mit demjenigen, der eventuell einen Gips hat oder eine Wunde hat und da kann kein Wasser dran kommen. Obwohl normalerweise es in den meisten Fällen gar kein Problem ist, wenn Wasser an eine Wunde kommt. Ja? So. Was sagen Sie in diesem Fall, wo das Wasser nicht an die Wunde kommen darf? Denn das heißt nicht, hier, ich habe hier einen kleinen Fleck. Oh, weil manche Leute sind heute so, die haben hier einen kleinen Fleck, da machen die Tayammum. So, hier gibt es erstmal verschiedene Meinungen wieder. Weil dieser Fall ist in der Zeit des Propheten a.s. nie vorgekommen. Es kam nie vor, dass jemand in diesem Fall beispielsweise einen Verband oder sowas hatte. Und deswegen haben wir keinen klaren Hadith, der sagt, so und so und so musst du es machen. Jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen, wie zum Beispiel Imam Malik und so weiter. Die sagen, er macht nur Tayammum. Er macht nur Tayammum. Imam Ahmed ibn Hanbal sagt, er sagt, er wäscht alles von seinem Körper,
außer diese Stelle. Diese Stelle, wenn es ein Verband ist, macht er mit Wasser Mess drüber, wenn er kann. Und dann macht er nochmal Tayammum. Mess, drüber streichen. Das heißt nicht waschen, sondern so leicht drüber streichen mit so ein bisschen Wasser. Wie du über den Kopf, du wäschst den Kopf ja nicht beim Wudu, ja, sondern du streichst ja mit Wasser drüber. Wenn du kannst, streichst du drüber und dann machst du nochmal Tayammum. Warum sagen die anderen nein, nur Tayammum? Weil sie sagen, man kann das, wie sie sagen, der Russel ist sowieso ungültig. Weil Russel gilt nur, wenn jede Stelle vom Körper gewaschen wurde. Das heißt, hier zu waschen, da zu waschen, nützt dir sowieso nichts, sagen sie, wenn du diese Stelle hier, beispielsweise, ich gebe nur das als Beispiel, damit du es verstehst, nicht waschen kannst. Nützt nichts. Es nützt nichts. Es gibt übrigens einen Hadith, wo jemand eine Wunde hat und dann angeblich gestorben wäre. Der Hadith ist nicht authentisch. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Der eine Wunde gehabt hätte und wäre dann gestorben, hätte der Prophet gesagt, es hätte gereicht für ihn Tayammum zu machen. Der Hadith ist nicht authentisch. Deswegen, ansonsten würden wir damit argumentieren. Hier. Jetzt. Dann sagen sie, es gibt keine Verbindung, kein Jam. Man kann das nicht zusammenbringen. Tayammum und Russel. Das heißt, was machen wir? Es ist eine Krankheit und du hast Angst durch das Wasser, dass Schaden entsteht. Also machst du nur Tayammum. Die Hanbaliten sagen, argumentieren mit einem Koranvers. Sie sagen, Allah sagt im Koran, Wattaqullaha mastata'tum. Fürchtet Allah so gut, wie ihr könnt. Das heißt, wir fürchten Allah so gut, wie wir können. Wir waschen alles, wo Wasser drankommen kann. Und das, wo kein Wasser dran kommt, machen wir Mess drüber. Und zur Sicherheit machen wir auch nochmal Tayammum. Es gibt sogar einige Gelehrte, die sagen, der macht Russel nur an dieser Stelle. So, und der lässt die eine Stelle aus. Aber Ahmed bin Hanbal, die sagen, wir gehen auf Nummer sicher. Dann haben wir alles gemacht. Wenn das Russel nicht funktioniert, dann hat das Mess funktioniert. Wenn das alles nicht funktioniert, dann haben wir Tayammum gemacht. Du bist also auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Alhamdulillah. So. Alhamdulillah. So, jetzt. Das waren erstmal die Dinge bei der Krankheit, ja? Jetzt kommt das nächste. Was war das gewesen? Wir haben gesagt, einmal bei Krankheit und einmal bei, was waren die Entschuldigungsgründe? Wenn kein Wasser da ist. Reise. Nee, ich habe gesagt, was haben wir über Reise gesagt? Was habe ich über Reise gesagt? Die Reise wird erwähnt, weil das einer der Punkte ist, wo das Wasser meistens fehlt. Aber die Reise an sich ist kein Grund, Tayammum zu machen. Wenn du auf der Reise bist und du hast Wasser, musst du Wudu machen. So. Kommen wir jetzt zu. Sehr gut, dass du es fragst. Der Bruder hat gefragt, wie ist es, wenn man nur Trinkwasser hat? Eine Flasche Wasser, man braucht das Wasser, man hat Angst, Durst zu bekommen oder zu verdursten oder man hat Angst, man braucht dieses Wasser zum Trinken und man hat es dann nicht mehr. Okay? Fangen wir an. Erstmal fehlendes Wasser. Erstmal angenommen, wir haben überhaupt gar kein Wasser. Dann ist klar, wir machen ganz normal Tayammum. Egal, ob du Junub bist und egal, ob du also Junub in großer ritueller Unreinheit bist oder ob du Wudu brauchst. Was heißt die große rituelle Unreinheit? Hadathul Akbar. Kleine rituelle Unreinheit? Hadathul Asrar. Ja. Kleine rituelle Unreinheit. So, jetzt. So, was ist jetzt, wenn man Wasser hat, aber man hat das Wasser nur für einige Körperteile? Das reicht nicht, um vollkommen Wudu zu machen. Um voll Russel zu machen oder voll Wudu zu machen. Zum Beispiel, du musst Wudu machen, aber du hast nur für einen Arm so viel Wasser. Im Koran steht, wenn du kein Wasser hast, wenn du kein Wasser findest, ich finde ja Wasser, könnte man jetzt sagen. Dann sagen wir, hier ist dieselbe Bedeutung, ich finde kein Wasser für den anderen Arm. Das heißt, Wasser fehlt. Ja, Wasser fehlt. Das Wasser fehlt zwar nicht für diesen Arm, aber für diesen Arm fehlt es. Und Wudu gilt nicht, wenn ich nur einen Arm gemacht habe. Hier gilt wieder genau dasselbe, was wir eben erwähnt haben. Was? Diese Meinungsverschiedenheit. Was zum Beispiel Imam Malik, Shafi'i und Hanafi und was dagegen Ahmed im Hanbal sagt. Hier sagen die Hanafiten und die Malikiten sagen, der macht nur Tayammum. Bei ihnen in bevorzugter Weise Gesicht. Zweiter Schlag. Arme. Ja? Die Hanabila sagen, nein, Itakullah mastata'tum, du wäschst das von deinem Körper,
was du waschen kannst. Das heißt, wenn du so viel Wasser hast und kannst alles waschen, du wäschst bis zum letzten, den letzten Fuß kannst du nicht waschen, du wäschst deinen Körper und danach machst du Tayammum. Das sagen die Hanabila. Jetzt. Okay, ist das angekommen? Alles verstanden bisher? Gibt es Fragen dazu? Okay. Jetzt kommt die nächste Sache, das hat er eben gefragt. Angst vor Durst. Was ist, wenn ich Angst habe, dass ich Durst bekomme? Ich habe Wasser bei mir, aber ich rechne damit, dass ich das trinken muss und ich brauche das zum Trinken. Und habe Angst, dass mein Leben dadurch gefährdet wird wegen dem mangelnden Wasser oder meine Gesundheit beeinträchtigt wird. Was ist dann? Das ist genau dasselbe, als wenn das Wasser fehlt. Falam tajiduman, du findest kein Wasser, denn dir fehlt das Wasser für das Wudu, weil du brauchst es für etwas Wichtigeres und das ist die Erhaltung deines Lebens und deiner Gesundheit. Okay? Weil es eine Notwendigkeit ist, Wasser zu trinken. In diesem Fall, wenn du zum Beispiel so viel Wasser hast, was du unbedingt zum Trinken brauchst, und du hast dann, ja, wenn du so viel Wasser hast, was du zum Trinken brauchst, dann kannst du auch Tayammum machen. Genauso, wenn du Bahima dabei hast, Vieh, und du hast das Wasser für dieses Vieh dabei. Du hast Angst, dass das Vieh sonst verdurstet, weil das dein Vermögen ist. In diesem Fall hast du auch die Ausrede, dass du Tayammum machen kannst. Deswegen, wenn jetzt jemand sagen würde, zum Beispiel die Hanabida-Meinung, die wir eben genannt haben, du musst das Wasser benutzen, so gut du kannst, und dann machst du auch für den Rest Tayammum. Da könnte ja jemand sagen, ja, was ist, wenn ich das Wasser nachher trinken muss? Wenn du es trinken musst, geht sowieso, gehen wir in die andere Kategorie rein, dass du das Wasser brauchst, für deinen Durst zu stillen. Okay? Dann haben wir Eintritt der Zeit, haben wir schon erwähnt, die Zeit muss eingetreten sein. Und drittens, die Niyya muss vorhanden sein. Wenn ich ein Pflichtgebet, die Niyya zu einem Pflichtgebet habe, kann ich so viele Nawafil beten, die dazugehören. Aber wenn ich für ein Nawafil speziell, für ein freiwilliges Gebet speziell die Niyya beabsichtige, kann ich damit danach keine Pflichtgebete machen. Okay. So, dann. Nawakidu Tayammum. Was bricht Tayammum? Was bricht Tayammum? Erstmal alle Dinge, die Wudu brechen. Brechen auch Tayammum. Dann musst du es nochmal neu machen. Zweitens, das Finden von Wasser. Das Finden von Wasser bricht Tayammum. Was ist jetzt beispielsweise, wenn du Tayammum gemacht hast und bis du zum Gebet gehst, auf einmal findest du kurz vor dem Gebet Wasser? Was machst du dann? Ist Tayammum gebrochen, du musst Wudu machen. Weil Allah sagt, wenn ihr kein Wasser findet, aber du hast ja Wasser gefunden. Was ist jetzt, wenn ich nach dem Gebet Wasser finde? Nach dem Gebet. Dann ist es okay, du hast gebetet. Es gibt ein Hadith, wo zwei Sahabis nach dem Gebet Wasser gefunden haben. Die haben schon mit Tayammum gebetet. Ja? Und da meinte der eine, der hat das nachgebetet, hat nochmal Wudu gemacht, nachgebetet, der andere nicht. Da meinte der Prophet, was dich angeht, du hast die Sunna getroffen. Der also nicht nochmal neu gebetet hat. Und was dich angeht, der hat nochmal neu Wudu gemacht, neu gebetet, du hast doppelten Lohn. Aber er muss das nicht nachbeten. Ja? Was ist denn jetzt während dem Gebet? Während dem Gebet kommt jemand, ja, mit Wasser. Er sagt, hier, ich habe Wasser gefunden und du stehst schon im Gebet. Es ist eine Meinungsverschiedenheit. Weil eine große Meinungsverschiedenheit. Auch bei der einen Sache nach dem Gebet und so sagen einige, es ist erwünscht, nochmal neu zu beten. Die stärkste Meinung ist, was ich gerade genannt habe, wegen diesem Hadith. Ja? Dass man sagt, du musst es nicht nachbeten. Was vor dem Gebet angeht, Wasser zu finden, ist klare Sache. Du musst auf jeden Fall. Jetzt sind wir in dem Gebet. Da sagen einige, du kannst nicht einfach aus dem Gebet raus. Die anderen sagen, nee, der Hadith sagt, du findest kein Wasser, du hast jetzt Wasser im Gebet gefunden. Und das ist diese Meinungsverschiedenheit. Hier sagen die Gelehrten, die sagen, du darfst nicht rausgehen. Die Zeit, das Wasser zu haben, zu bekommen, ist vor dem Gebet. Das ist die Zeit. Wenn du im Gebet